Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alien Isolation hier auf The Northern Way of Life. Der Dre ist am Pad, der Digi sitzt neben ihm. Und das Alien steht da vorne. Und das Alien ist quasi in der Nähe. Nun, die Situation, in der ich mich nun befinde, ich möchte das kurz ausführen. Als letztes spielte der Digi-Held zu sehen in der letzten Folge, in der Folge 24, und übergab mir am Ende dieses, also so wie es jetzt ist. Wir werden nun beobachten, wie die seltene Spezies des Drehs loslegt. Ich bitte kurz um Konzentration. Warum heißt sie die Fliege Eintagsfliege? Ja. Wir werden es gleich sehen. Achso. So, kurz noch gerübst und los. Was ist los? Boom! Ich habe nicht mehr Zeit. Du bist der Beste. Dankeschön, das wollte ich ja. So, jetzt suchen wir den mal schnell. Okay. Nee, nee, alles cool. Okay, ich hab's. Los, sofort! Meint er mir sofort gleich oder demnächst? Wohin denn? Oh Gott, ey, das kann ich jetzt nicht. Ich bin auch nicht mehr so jung. Wo denn? Ja, da wo das X ist, oder? Wo ist das? Ja, hier muss ich hin. Ja, aber da wo das X ist, also. Wo siehst du denn den X? Da, das rote X auf. Ja, aber da geht's ja nicht durch. Das rote X heißt ja, da kommst du nicht durch. Das ist das Problem. Ja. Das ist zumindest eins der vielen Probleme des jungen Wärters. Warte mal, es gibt doch noch, ups, nee, es gibt doch, Stockwerke. ich weiß es noch. Ach, das ist die Lobby. Da komme ich doch hin. In die Lobby komme ich doch irgendwie. Oh, dann musst du außen rum, oder? Ich weiß es noch nicht. Cool. Oh, nicht jetzt. Kommen wir nicht jetzt mit sowas, ey. Falls jemand das Gefühl hat, dass ich ein bisschen undeutlich rede, das liegt daran, dass ich gerade spontane Elefantitis in meiner Zunge habe. Elefantitis. Ich dachte, du hast... Nee, das sage ich nicht. Was ist denn das Vieh? Ich möchte mir bitte ein Medikit reindrücken. Einfach, weil ich mich dann wohler fühle. Danke. Ich danke meiner Tante in Wuppertal. Was ist da denn los? Ach, guck mal, hier war vorhin der eine Dude. Oder? Ja, doch, das kommt hin. Okay. Nicht so laut. Ja, Entschuldigung. Ich bin ja jetzt neugierig noch, was da unten ist, ne? Ist das denn so wichtig? Da kann man speichern. Speicher doch erstmal und dann. Ja, dann mach dann weiter. Ja. Weil, wenn jetzt das Alien-Zombie dahinter ist. Also, jetzt würde ich da aber trotzdem rangehen. Ich kann sowas nicht. Was hat sie eigentlich für eine geile Uhr? Haben wir die schon mal angesprochen? Mhm. Ist das eine Casio? Auf jeden Fall sind runde Smartwatches wohl nicht mehr ganz so in. Speichern. Runde sind nicht mehr in? Ja, anscheinend, immer doch. Ich meine, achso. So 150 Jahre in der Zukunft. Oder wann spielt das? 2166. Kommt ja fast hin. So, plus minus 100 Jahre. Besser eingegliederte Sevastopol-Station. Du kannst mir gar nichts. Stell dir seine Sicht vor, wie das aussehen muss. Wie die Mutti hier rumkriecht mit dem Flammenwerfer in der Hand. Da blinkt was. Oh, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Das ist meistens gut. Ich steh mal wieder auf, danke. Das ist meistens gut, Dude. Ja, da durch die Tür, ne? Würde ich sagen. Nee, warte mal, da habe ich doch alles verriegelt, oder? Komme ich da noch durch? Doch. Fuck, wo war denn das? Doch, du musst da wieder zurück, bin ich mir sicher. Ricardo, wie haben Sie ihn wieder geöffnet? Wen? Ich musste den Alarm stoppen. Achso. Das war die einzige Möglichkeit, Ripley da rauszukriegen. Sie haben es rausgelassen. Wir hatten es eingesperrt und Sie haben es rausgelassen. Ripley, es ist Ihnen noch immer auf der Fährte. Wo soll ich hin? Nehmen Sie den Aufzug zu den Gemini-Laboren. Falls es Ihnen folgt, können wir es dort einsperren.
Das bedeutet, alles, was wir gerade gemacht haben, in mühsamer Kleinarbeit, ist alles für den Arsch. Ja. Weil wir uns nicht opfern wollten? Genau. Oder weil wir es nicht geschafft haben, unseren dünnen Arsch da rauszukriegen. Gleichzeitig. Ja, aber was... Egal. Sowas kann ich ja ab, ne? Wenn du hast schon Backtracking ohne Ende. Okay. Das ist ja hier. Achso, nee, warte, hier. Oder? Naja, also musst du jetzt irgendwie so nach links. Oder west. Ey, wo musst du hoch? Oder runter? Das sieht man nicht so gut. Das hätten sie echt besser machen können, finde ich. Nehmen Sie den Aufzug zu Gemini Exoplanet Solutions. Oh, das erinnert mich an die Cebit. Oh, das ist voller Solutions. Die Cebit ist voller Solutions? Ja. Ist die Cebit, nicht die Cebit, ist die Cebit eine Organisation? Meine Güte, was ist denn los? Eine Veranstaltung, die sich zu besuchen lohnt? Oh, also die Cebit selber, ne, würde ich nicht mehr sagen. Ne? Dass sich das noch lohnt irgendwie. Da würde ich lieber zum Mediamarkt fahren. Nach der Cebit, da kannst du die Sachen dir angucken und so. Außer du machst jetzt irgendwie die Veranstaltung mit. Die haben ja auf der Cebit, haben sie dann ja auch so Veranstaltungen. Ne? Mhm. Wenn du da dann irgendwie mitkommst, und das wird dann halt schon ein bisschen schwerer, wenn du nicht irgendwie zu einer Firma gehörst, dann kannst du durchaus auf jeden Fall was Interessantes da erfahren. So. Okay. Aber jetzt keine Ahnung, so wie das früher war, da konntest du halt die neuesten Grafikkarten angucken und die neuesten CPUs, und dann hast du halt Spiele darauf laufen sehen und dann die Grafik, und dir hing halt irgendwie der Mund runter, das irgendwie nichts mehr. Jetzt gibt's irgendwie Stände mit irgendwelchen Solutions und Flyern und doch mehr oder weniger hübschen Frauen auch. Also wenn du auf Frauen in Sekretärenlook stehst, dann bist du da richtig. Also ich finde, auf der Gamescom, ich war jetzt ja, wie lange war ich denn jetzt? 4 Jahre in Folge. Und ich finde, mit jedem Jahr sind die Messe-Babes tatsächlich weniger geworden. Es gibt immer noch einzelne... Naja, ich meine, die werden ja auch abgegrast. Ja, die werden ja immer weniger. Es gibt immer noch einzelne Publisher, die wirklich, also zum Beispiel Wargaming, die von World of Tanks zum Beispiel. Also die haben... Was ist oben los? Guck doch mal, da oben ist noch was los. Oh Gott, das Willen, wieso ist jetzt die auf einmal gegen mich? Ich habe mich richtig erschrocken, hast du das gemerkt? Ja, ich habe noch 3-mal gesagt, dass da oben jemand steht, dass da oben was los ist. Ja, aber wieso ist denn jetzt auf einmal, was hat die denn... Und du so, tü. Willst du echt ballern? Nee, eigentlich nicht. Das macht mir gar nichts aus. Ich kann nicht mal über das Dings hier rüberlunzen. Alter, willst du nicht irgendwie mit der Stange oder so? Mit der Stange, da muss ich erstmal rankommen. Die hat doch einen Revolver oder irgendwas. Ja, aber die kommt doch zu dir. Die ist doch rechts von dir, da. Echt, ein Elektroschocker? Was meinst du denn dann mit Stange? Nee, Elektroschocker ist besser als... Also ich würde mal sagen, Elektroschocker ist schon cool. Jetzt hast du ein Problem. Ich glaube zwar, dass das Viech zu der Alten wollte. Du warst einfach nur im Weg. Wahrscheinlich, ja. Deswegen, das mit dem Ballern, weißt du, deswegen... Ich hab nicht geballert. Ja, aber ich sag ja, deswegen ist es keine gute Idee zu ballern. Das würde ich einfach nicht machen. Der Elektroschocker, das war schon cool. Was sind denn jetzt für welche? Das sind zwei gewesen. Das sind drin ist auch noch drei. Eine, Alter. Das ist doch jetzt nicht wahr mit euch. Ja, wenn du lange genug wartest, dann macht das Alien schon was klar. Ey. Jetzt mit dem Schocker. Ja, oder so. Ja, super. Ey, du bist der Beste, weißt du das? Psst, nicht jetzt. Hör auf, in der Leiche rumzulaufen, das ist eklig. Oh ja, ey. Ja, mach mir ruhig. Ja, baller ruhig weiter. Da hab ich richtig Bock drauf gerade. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Hör auf rumzuschreien, Mädchen. Das kriegen wir hin. Wir haben alles im Griff. Ich bin bei dir. Das Alien ist doch auf deiner Seite. Hier ist der Aufzug. Hier ist der Aufzug. Strom wiederherstellen. Hier ist der Aufzug. Hier ist der Aufzug. Das ist der Aufzug. Oh. Hätte ich... Also es gibt jetzt einen Muskel an meinem Körper. Wenn ich den entspannen würde, hätten wir hier sehr schlechte Luft. Aber ich bin gerade sehr entspannt.
Ja, das war sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wie du das gemanagt hast. Ja, bin stolz auf dich. Wir können, ja, danke schön. Wir können jetzt Gravitation sehen. Wir können jetzt Gravitation sehen, ne? Aber ist das tatsächlich so? Ich habe nur die Schlagzeile gelesen, dass die Wissenschaftler jetzt irgendwie Gravitationsfelder sichtbar machen können. Genau. Allerdings müssen das irgendwie verdammt große Gravitationsfelder sein. Also die haben halt praktisch ja, ganz schwach messen können, dass zwei riesige schwarze Löcher miteinander kollidiert sind. Ich bin in Gemini. Sehr gut. Die gesamte Einrichtung muss mit Strom versorgt werden. Es gibt einen Lastenaufzug, den sie nehmen müssen. Aber er ist nicht mehr in Betrieb, seit Six in Gemini die Gelder gestrichen hat. Aber ich muss sagen, oh, das kann man speichern. Mhm. Aber ich muss sagen, da wird wohl der Fortschritt, also das Feintuning wird da wohl wesentlich schneller gehen, weil man jetzt, oder schnell gehen, man weiß ja jetzt ungefähr, was man machen muss. Aber was ist der Vorteil? Naja, aber der Vorteil ist einfach, dass da irgendwie, du hast jetzt einen Sinn mehr, ne? Du konntest ja vorher, konntest du das Weltall zum Beispiel, und es geht hauptsächlich um den Kosmos. Den Kosmos konntest du nur über das Licht sehen. Ach so. Und ja. Jetzt hast du halt eine weitere Möglichkeit, das Weltall zu sehen, nämlich über die Schwerkraft. Und es gibt halt viele Sachen, die konnte man durch das Licht nicht sehen, wie die dunkle Materie zum Beispiel. Die ist ja, eigentlich ist sie ja gar nicht da, die existiert gar nicht, weil wir sie nicht erfassen können. Das kommt mir alles ziemlich komisch vor, oder nicht? Über die Schwerkraft kann das anders sein. Über die Schwerkraft kann das sein, dass wir die jetzt sehen können. Hm. Und so dann auch irgendwie Zusammenhänge besser verstehen. Und Gravitation ist dann auch, Suchen Sie das Bedienterminal, das Sie für den synthetischen Wärter da gelassen haben. Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Und tun Sie es leise. Gravitation altert wohl auch nicht. Also, es gibt Gravitation, die ist so alt wie das All selber. Man kann also auch verdammt in die Vergangenheit gucken. So. Okay. Ja gut, solange ich jetzt mir nicht irgendwie eine Brille kaufen muss, mit der ich Gravitationsfelder sehen kann, bin ich damit cool. Okay. Also wenn ich eine Brille hätte, mit der ich Gravitation sehen könnte, das wäre schon eine geile Nummer. Aber das könnte man ja auch in so einem Spiel mal mit seiner VR-Brille dort machen. Das wäre natürlich geil. Da könnte man vielleicht auch so ein bisschen Physikrätsel mitmachen und so. Wer weiß, was da so möglich ist in einem Spiel. Genug Gerede, jetzt geht's. Genug Gerede? Alter, ich rede, ich habe gerade angefangen. Und wie ist sie sichtbar? Weißt du das auch? So wie, weiß ich nicht, Wärmebildkameras so? Ja, das wird ja halt, keine Ahnung, das ist jetzt irgendwas, halt, keine Ahnung, also ich habe ja keine Ahnung, aber letztendlich wird es ja einfach nur übersetzt, wenn du so willst. Also es ist ja irgendwie wie ein Tomograph, also wie Röntgen zum Beispiel. Ein Röntgenbild, das sind ja auch Strahlen, die werden halt in den Körper gejagt und die Strahlen wirken oder treffen dann auf Materie unterschiedlicher Dichte und werden dadurch unterschiedlich wieder reflektiert. Mhm. Landen dann halt auf ein Feld, sag ich jetzt mal, irgendwie, das praktisch dann halt die unterschiedlich belichtet wird durch die Intensität des zurückfallenden Strahls, der beeinflusst wurde durch die Materie. Ne? Mhm. Und dadurch wird dann halt, ja, entsteht halt ein Bild. Und so kann man das mit Gravitation dann ja auch machen. Okay. Ich hab dir nicht zugehört, aber dafür ist auf YouTube ja ein bisschen Leute, die auch zuhören können. Aber ich konnte mich gerade sehr gut aufs Spiel konzentrieren. Dankeschön. Wow. Aber das ist ja letztendlich immer so. Also es ist egal, was wir machen. Ich hab mich verliebt. Ja, das ist ganz klar dein Geschmack. Die Kamera, da musst du rein. Ja. Also letztendlich ist es ja, so sehen wir ja auch. Na, es ist ja auch nichts anderes. Also Lichtstrahlen treffen auf unser Auge und das wird über Sensoren dann halt irgendwie in unserem Gehirn halt in Bilder übersetzt. Hm. Nur noch selber eigentlich. Aber wir sehen ja nicht das, was wirklich da ist, sondern nur, was das Gehirn praktisch daraus macht. So. Beeil dich! Beeil sich! Beeil sich! Beeil sich! Das ist ja auch so eine Sache, die mich schon länger beschäftigt, nämlich Farben. Ob jeder Mensch wirklich jede Farbe gleich sieht. Also klar, es gibt farbenblinde Menschen. Aber haben wir alle dieselbe Definition von Farbe? Farbe. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nein. Ich glaube nämlich auch nicht.
Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen. Haben wir schon? Ja, und ich bin froh, dass ich da einfach, dass ich da den Zweifel in dir gesät habe. So ein Inception-Ding ist das so. Okay. Ich lass dich mal ein bisschen lesen, dann entspann ich kurz. Antwort: Stromversorgung. Ich denke mal, AW steht für Antwort. Oder für Replay. Oder Advanced Warfare. Die Vertriebsabteilung ist überflüssig und wird demnächst außer Betrieb genommen. Wir werden die Stromversorgung des Bereichs selbst angemessen reduzieren, da... Ich werde gerade verprügelt. Ja. Elektroschocker. Du fliegst gerade durch die Gegend. Wie sie da am PC stehen. Und einfach ver... What the... Nochmal. X drücken. Elektroschocker. Jetzt bin ich an der Reihe. Och, blöd. Das ist, ich hab doch einen Elektroschocker ausgewählt. Ja, natürlich. Den Elektroschocker. Nein, das bringt nichts mit dem Flammenwerfer. Das ist ein Android. Also mein Alien jetzt. Jetzt bräuchtest du den Flammenwerfer. Ich würde den Flammenwerfer jetzt nehmen. Alter, schön, ey. Ja, Farben, meine Damen und Herren. Oh. Es tut mir leid, ja, es ist echt ätzend. Hast du das gesehen? Das war krass. Warst du dabei? Ja. Okay, da kommen wir aber schnell wieder hin, glaube ich. Ja, also ich würde jetzt sagen, das ist einfach, wenn das schon, wenn du den Androiden schon irgendwie, wenn du mit dem kämpfst, dann kommt das Alien auch. Es ist halt irgendwie, es weiß inzwischen, wie du riechst, es weiß inzwischen, wie du kämpfst, es hört dich und ich würde sagen, ich würde den Gefahren aus dem Wege gehen. Denn... Das ist ungefähr so wie bei Hitman. Wenn du entdeckt wirst, bist du im Arsch. Naja, eigentlich ja nicht. Durch den Flammenwerfer können wir uns ja halbwegs wehren. Ja, aber du hast meistens keinen Flammenwerfer in der Hand, wenn du halt gegen einen Android kämpfst. Ne, ich hatte ja gerade einen in der Hand und dann habe ich den Feuerstoß gesetzt. Gegen einen Androiden bringt er aber nicht so viel. Genau, das war halt das Problem. Er hat sich mich dann geschnappt. Dann hast du die Waffe gewechselt. Dann stand das Alien vor mir. Das war schlecht. Kann, also nicht von dir, aber die Situation hat einfach. Die Situation an sich war einfach schlecht. Fürs Überleben schlecht. Ja, ich bin auch nicht so der größte Held im Leben. Das muss man einfach mal so sagen. Deswegen heißt sie auch Grey Lux und nicht Grey Held. Grey Held. Grey Held mal lieber die Fresse. Guck mal, ich kann doch auch mich hier durchfressen. Warum wollte ich denn direkt zum Roboter? Gottes Willen, ey. Das ist übrigens auch einer der großen Kritikpunkte, die viele Kritiker hatten, dass dieses Alien halt einfach zu random ist. Ja, damit kann man gar nicht... Damit kommen viele Leute nicht klar. Genau, aber eigentlich finde ich das gerade den großen Vorteil, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, es gibt viele Spiele, die halt random sind. Zum Beispiel dieses FTL. Ja. Faster Than Light. Wo du halt das spielst du halt 20 Mal und kriegst 19 Mal voll auf die Fresse. Es ist irre schwer und es ist halt irgendwie auch total zufällig und es kann dann tatsächlich sein, dass du halt irgendwie eine Mission machst und ja, und spielst und dann halt, dann kommst du halt irgendwie, kommt ein Gegner oder irgendein Ereignis, da kannst du einfach nichts mehr machen. Hast du einfach verloren. Ah, Sixen-Finanzierung. Mit Bedauern teilen Ihnen Sixen mit, dass Gemini Exoplanet Solutions keine weitere Finanzierung erhalten wird. Sixen trägt keine Verantwortung für die laufenden Verträge von Gemini-Personal. Gemini-Personal. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten über die Stilllegung der Anlage und was dies für Sie bedeutet. Oh, Selbstmord wäre eine Option. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle persönlich für die mit uns erbrachte Zeit danken. Und übrigens, das ist kein Hochhaus. Wenn Sie da rausspringen, fallen Sie nicht tief. Ah, wie Stromversorgung, das hatten wir, ne? Einige, also da sind wir, glaube ich, einige von Ihnen haben nach einer Unterhaltung mit dem Manager Fragen hinsichtlich der Stromwiederherstellung. Sollte Strom in Vertriebsbereichen benötigt werden, wie etwa in Notfällen, können Sie auf die Wartungssysteme mit diesem Code zugreifen. Hinweis. Dies erfordert weiterhin Absprache mit Ihrem Vorgesetzten und darf nicht unautorisiert durchgeführt werden.
MFG. Mit freundlichen Grüßen. Die Welt liegt dir zu Füßen, denn wir stehen drauf. Check-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. 887, was? Ist unterwegs. Wie war die Nummer? 8897. 817? Oder 7? Oh. Oh oh, der ist... Cool. Hier oh nein, ich hatte die ganze Zeit die Taschen dabei. Du hattest übrigens die ganze Zeit die Taschen dabei. Jetzt steht er da drin. Heißt das der mich jetzt hier eben angegriffen hatte noch? Ja, das ist irgendwie sehr irritierend, finde ich. Oh, eine Leiter. Da ist auch eine, was, da liegt was im Regal und so. Wir gucken ganz kurz hier mal durch, ob da irgendwas zum Anmachen ist. Ja. Ach, vielleicht war er deswegen angepisst, weil du an Terminal warst. Weil ich am Rechner war. Ah. Anlagenverbindung aktiviert. Strom zu lokalen Leitungsschaltern wiederhergestellt. Wo finde ich die Leistungsschalter, Waits? Wollen wir da hoch? Ja. Willst du da hoch? Echt? Ja, abgelaufen. Okay. Gut, ich glaube, du hast die Ansage gemacht? Ne, ich hab die an. Du hast die an? Egal, bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss. Ja, schön, dass ihr da wart. Seht euch nochmal dieses schöne Standbild an und bis zum nächsten Teil. Tschüss. Stress, Alter, Stress. Ich muss nicht mehr spielen. Aha, tschüss. Tschüss, Controller. Achso, einmal ganz kurz. Mensch, und ich wollte doch nochmal über Farben reden. Ja, jetzt kannst du ja über Farben reden. Okay.